Hey Leute, ich bin's wieder, Drachecharo mit LP hintendran und wir fahren fort mit Let's Play. Monster Hunter Stories to Wings of Ruin. Jo, beim letzten Mal habe ich versprochen, dass ich ein bisschen offscreen ein paar Eierchen suche und das habe ich auch mehr oder weniger effektiv Ich werde es wieder vergessen, wenn ich es jetzt nicht tue. Deshalb werden wir heute in unserem Team einen kleinen Wechsel erleben. So, bevor wir das tun, aber will ich gerne hier in Erkundungsschein. Ja, das wollte ich nicht. Den Erkundungsschein eintauschen. So. Haben wir sonst irgendwas, das wir holen können? Da kann man Stimulanzien holen, natürlich. So. Okay. Gut. Das wollte ich nämlich die ganze Zeit tun, aber ich habe es immer wieder vergessen. Und ich will ja auch, dass ihr solche Sachen seht. So, bevor wir irgendwelche Questen annehmen oder sonst irgendwas machen, werden wir unsere Eierchen ausbrüten. So. Und zwar. Ja. Bevor ich diesen miese Zule gefunden habe, hat das gedauert. Aber dafür haben wir ganz viele tolle Lagia-Crews. Ich muss sagen, wir brüten jetzt erstmal alle aus und dann suchen wir das mit den besten Genen. Die anderen schicken wir zum Leveln, damit wir das Lager kriegen. Ja, das ist ja nicht so toll, oder? Eine gute. Oh, drei geschlossene Gene ist eigentlich auch nicht so schlecht. Und die Erblindung, Nana-Boost, jo. Ich habe Kraft gesehen. Wehe, das ist ein Kraftmonster. Ja gut, haben wir auch einen Kamezin-Kyuropeko jetzt ausgebrütet. Nicht Wenigkeitsmonster. Warum hast du Stärke-Sachen? Okay. Warum? Hallo? Toll, aber immer noch zwei geschlossene Gene. Ich meine, ich glaube, unser Anjamamp hat sogar alle frei. Zwei geschlossene Gene. So, muss ich mich auf den Kopf stellen, um da wirklich was Gutes rauszuholen. Okay, ja, damit kann man arbeiten. Ist zwar auch nicht gut, aber man kann damit arbeiten. Uff, die Gene sind ein bisschen eine Katastrophe. Lufterfrischer. Synchronisieren ist gut. Wasserboost ist super. Lufterfrischer ist einfach. Brauchen wir nicht. Gut. Können wir Lufterfrischer so rausstreichen? Okay. Ein Lagia-Kurs. Auch wieder zwei geschlossene. Ein Lagia-Kurs. Okay, das hat einen Regenbogen-Gen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber wir können halt nicht so viele Bingos machen. Was ist denn für Fähigkeiten? Das werden wir drin lassen. Das kann man eigentlich rausstreichen. Müssen wir mal was anderes reinhauen. Was Donnermäßiges. Okay. Gut. Wir lagen hier großes Kraftmonster. Das gibt's doch nicht. Mann, ich dachte, du bist ein Geschwindigkeitsmonster. Gut, ich kann dich trotzdem, also ich kann trotzdem durch dich austauschen. Aber eigentlich wollte ich dich für Ranma reinhauen und dann Misuzune für... Was war doch der Misuzune mit den relativ guten gehen, oder? Ja. Will ich reinhauen. Oh Mann. Jetzt habe ich die aber nicht benannt, ne? Ich bin doch ein Held. Monsties verwalten. Okay. Also der ist nicht so gut. Der... Damit kann man arbeiten, hat aber nicht so viele Bingos. Was hast du für Gene? Scharfseher, Antischock. Oh, Schwimmen und Brüllen. Okay. Das wollte ich nicht, ich wollte nicht, ich wollte nicht raus. Gut. Gesundheit ist gut. Gesundheit ist eigentlich ziemlich gut sogar. Ja, aber es ist halt wie die... Wobei, da könnte man Speed reinmachen. Da könnte man... Was hast du denn? Bindungsfähigkeit plus 30, ja auch nicht schlecht.
ist halt, die Farben von denen gehen, sind halt ein bisschen. Was soll mit den Regenbogen gehen? Scharfseher. Ja, es ist halt. Ich habe halt tatsächlich vielleicht sogar gewählt. Ja, wobei, es ist halt. Ja, ne? Der Reißzahn. Ja, gut, das kann man dann später für eine Donnerattacke austauschen, sowas nicht. Der Gesundheitsboost plus 3 ist an sich gut. Eben das nervt. Diese zwei Nerven. Was ist das mit dem Bindungsfähigkeit? Ist das da, ne? Tänzer und Donnerattacke. Da haben wir sogar noch ein leeres Gen. Aber die Gene sind richtig schlicht. Aufgeteilt. Wobei, ich habe genug Lagergruß, um die Gene gut aufzuteilen. So ist nicht. Ich würde tatsächlich den am liebsten nehmen, wo ich nicht so viel rummucken muss. Das hat ein Gen mehr, ne? Ja, dann müsste man halt Eissachen in die Mitte reinhauen, ist auch nicht so gut. Ja, den Gesundheitsboost bin ich tatsächlich gewillt zu behalten. Da kann man hier eine Kraftattacke reinhauen. Na, das Problem ist natürlich. Gut, ich werde jetzt einen von denen mitnehmen. Atem gibt's. Ich glaube, ich nehme den mit. So. Lagiakruz nenne ich Lakritze. Oder Lakritz. Lakritz ist süßer. Lakritz. So, dann. So. Und den Misuzuna, der Techniker ist. Technik-Monsties. Das ist, muss der da sein. Der hat noch zwei, nur Zeit zu. Genau. Ja, vergesst die ganzen Misuzune hier. Das waren alles nur normale oder. Das war angeblich ein tolles Ei. Und du? Du hast. Dich nenne ich Mochi. So. Ich weiß eigentlich, der Name passt eigentlich nicht zu Misuzune. Aber ich finde ihn süß. So. Gut. So, dann werden wir Kuchen mal für Lakritz austauschen. Ich will daran mal eigentlich nicht austauschen, aber ich will Mochi reinholen. Gut, Kocha, du bist das einzige Geschwindigkeitsmonster, das wir momentan ordentlich drin haben. So. Gut. Das hat nicht so viele. Klar, Pariot. Jana. Aber das haben wir schon bei anderen gesehen. Ich will was anderes. Sind die zwar cool, die Monster, aber. Jo. Und dann. Wo sind jetzt unsere Monster? Sollten die nicht da oben sein, weil sie in unserem Team sind? Bin ich gerade blind? Ich glaube, ich bin gerade blind. Warte, muss ich auch als Favorit da? Für sich ist auch Favorit. Fand ich ist. Ja, was sind die denn jetzt? Da Mochis Favorit. Ah, wo ist denn Lakritz? Ich glaube, da war er. Da. So, dann, was für Gene hast du? Ja, das Wassergen muss weg. So, da können wir Wasser plus 3 Gen reinhauen, Wasseratem Gen plus 3. Das haben wir auch da, das Wasseratem Gen plus 3. Ja, da gut, dann kommt das Wassergen plus 3 rein.
Ah nee, das ist ja der Ockerspringer. Ah, so. Jo. Wenn wir schon was machen können, dann machen wir das so. Halt, ja, für einen normalen Playthrough reicht das eigentlich, wenn man ein gutes Monster ausbrütet, vielleicht ein bisschen was in den Genen rumdingselt, aber ich habe das Gefühl, dass wenn Endgame kommt. Das ist alle auf Erkundung, ne? Lakritz kann ich ja schon mal. Ja, wo ist der? Wo ist der? Der nicht so gut ist. Ja, da können wir ja schon mal den Stromatem verbessern. Ist halt, ey, Anjamampf ist einfach so gut, Leute. Das könnt ihr nicht glauben. Guckt euch das Hand an. Hat nur ein geschlossenes Gen. Anjamampf ist einfach der Macker. Ne? Da müsst ihr auch mal was ordentliches reinhauen. Hier auch Kuchen. Ich auch voll der Macker. Hier, Kirsch, hatte alle freie Gene. Aber so viel Lust und Laune. Kubi hat auch alle frei. Alle Gene frei. So viel Lust und Laune. Ich sag euch, ich habe 3 Stunden nach diesem verdammten Misuzune gesucht. Ne? 3 verdammte Stunden. So, ich kann da nichts reinhauen, was mir. Ah, ist euch doch nicht das Beste. Naja. Da könnte ich auch nichts reinhauen, was mir ein. Dingsbums ermöglicht. Naja. Gut, wir leben jetzt damit. Wenn es nicht gut kommt, wechseln wir die anderen wieder rein. So, und jetzt wollen wir noch die ganzen Sidequests mitnehmen und dann vielleicht noch zum Vulkan aufbrechen. Mal schauen. Es ist wahr, dass du schneebedeckte Regionen besucht hast, Kleine? Ich möchte einen Lagombi meißeln, aber das läuft nicht so gut. Hast du einen, der für mich Modell stehen könnte? Uff. Ich arbeite an einer Lagombi-Skulptur. Leider reicht meine Vorstellungskraft nicht, denn ich mag keine Mittelmäßigkeit. Kannst du einen deiner Gruppe hinzufügen und mir zeigen? Oh, danke, Liebes. Komm wieder, wenn du einen Lagombi in deiner Gruppe hast. Ja, uff. Eine Sache können wir auch noch machen. So, unsere Ausrüstung. Da, der wollte doch die Bulldrum-Rüstung sehen. So. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Das Outfit steht dir gut. Lass mich mal einen guten Blick drauf werfen. So, jetzt erstmal. Eigentlich, ich wollte eigentlich die richtig krassen XP-Questen abgeben, ne? Die Gerüchte sind wahr, siehst wirklich aus wie Red. Oho, das sind mir eine glücklichere Zeiten. Und der OP hat noch eine Quest für uns. Ich erinnere mich an auch etwas über Red. Zusätzlich zu seiner komischen Ausrüstung hat er auch eine seltsame Waffe. Es ist bloß die Bitter des alten Mannes, aber ich würde mich freuen, wenn du dasselbe Objekt ausrüstest. Oh, das erste Mal, dass ich Red traf, trug er einen kuriosen Hammer. Er sagt, dass das hier ein Garuga-Teil gefertigt war. Würdest du mir einen zeigen, um der alten Zeiten willen? Ja, natürlich. Lass sehen, das war ein Garuga-Hammer, ja. Wenn ich nochmal einen sehen könnte. Ach, das würde mich glücklich machen. Kein Problem, OP. Erstmal wieder unsere Rüstung zurück anziehen. Oh, drei doch die, ne? Dann. Wo ist. Ah, wo ist er denn? Hey. Ach, ich hab den hier gar nicht. Den habe ich privat. Ja, upsie. Das wusste ich ja gar nicht. Haha, ja gut, Opi. Jetzt zeigen wir dir. Wir zeigen den haben wir gleich. So. Und da haben wir auch noch direkt eine Sidequest. Wahrscheinlich ein weiteres Quiz. Was ist denn los? Ich habe mir ein neues Quiz für dich ausgedacht. Beantworte meine Fragen richtig und gewinne den. Objekt-Miau-Star-Titel. Objekte-Quiz 2. Trendsetter-Gerüchte. Okay. So, es ist auch über mein Objekt, aber mein Boden lügen nicht, wenn ich sage, dass er nicht recht wird. Miau lernen, aber vielleicht weiß ich dafür. Ja gut, zeigen wir es mal. Perfekt. Ich habe auf dich gewartet. Bereite eine Krallen in einen Quiz zu Objekten zu versenken. Erstens, welche Falle macht ein Miauzer, das mit einem Geschwindigkeitsangriff auf dich zukommt, bewegungsunfähig? Das sollte die Schockfalle sein.
Ich hätte was Besseres von einem Ryder erwartet. Vielleicht sollst du mal in die Bücher schauen, Kind. Ist es dann die Schlaffalle? Weil die Fallgrube ist Kraft. Das ist die Beruhigungsfalle. Okay. Zweitens, welche Falle macht ein Miau unter seinen Kraftangriff einsatzbewegungsunfähig? Ja, das ist dann wahrscheinlich die Schockfalle. So weit, so gut. Welcher Falle funktioniert am besten gegen Technikangriffe? Nun, die letzte Frage war Kätzchenlevel, wie auch immer. Du hast ganz ja gewonnen. Gut gemacht. Danke. Danke für, ne? Ja, wobei, habe ich mich vielleicht verguckt? Ach nee. Ist ja ganz von den komplett zugemachten, von den komplett dichten. Ja, never mind, Leute. Müssen wir einfach leveln. Ich ziehe meine Beobachtungen zurück. Leute, offscreen werde ich sie so mitgehen zu ballern. Das wird gut. Neues, gut, dann will ich aber zuerst sie hochleveln. Weil wir irgendwas in die Richtung machen. So, gut. Eigentlich will ich nochmal jetzt machen, damit wir hier vorerst fertig sind. Und bevor wir das machen, kann ich eigentlich einen XP-Boost machen, oder? Gibt der auch von... nee, gut, never mind. So. Ne, 750 XP, das hätte geballert. Das hat geballert. Nice. Haben wir noch was anderes mit so richtig krassen XP? Nee, habe ich nicht gemacht. Schade. Gut, 50 XP. Ja, es ballert zwar auch, aber halt nicht so. Warum sage ich das jetzt eigentlich? Gott, ich weiß es nicht. Berggüter. Ja, das hat er wieder... Ah, das gibt noch ein bisschen XP. Ja, du. Die auch mal offscreen machen könnte. Ich war so versessen auf dieses Ei, dass ich mich auf gar nichts anderes konzentrieren wollte. So, willkommen, willkommen. Welcome, welcome. Dann sollen wir ja den... Stimmt, wir können ja neue solche Sachen hier schmieden. Die Horrortasche nicht. Was ist denn die Rabenflut? Das soll er schmieden. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Material von der Yangaroga. Gut, wir brauchen den ja auch nur zum Zeigen. So. Die Lagia-Gruß. Oh. Ach, das ist das Essen. Ich liebe dieses Schwert. Ich liebe es. Es ist so gut. Oh, das gibt sogar die Fähigkeit Sinnflutartiger Hieb. Oh, Schwert und Schild des vergänglichen Misuzune. Verbannt Seelen dieser Welt wie ein Blütenblätter zerstreuender Frühlingshauch. Ey. Natürlich nicht. Natürlich gibt's das Ding nicht. Aber alle anderen Waffen gefühlt. Großschwert. Nagia-Groß Blitz gehülltes Schwert. Stark genug, um seine eigene Elektrizität abzuwehren. Oh, das wäre eigentlich eine Chance. Hätte ich schon Bock drauf. So. Eigentlich will ich die Misuzune-Rüstung. Wobei, die Diablos-Rüstung ist halt schon sexy mit dem Konfrontationsass und dem Lähmer. Rüstung aus dem himmlischen Misuzune. Die Sage des Mannes so bezaubert, dass er seine wahre Braut verkannte, liegt zugrunde. Ich meine... Ja, die Lagia-Gruß-Rüstung sah noch nie, wenn ihr mich fragt, gut aus. Das sieht ja nicht ganz schick aus. Kritische Ausweichfähigkeit. Bindungsfähigkeit, Seelenbindung, Donnerverteidigungsboost. Ja, was macht das denn? Oh, das wäre eigentlich auch noch ziemlich gut. Hätte ich auch noch gewählt, aber ich will diese Rüstung. Wenigstens um des Aussehens willen.
Weil die sieht so schön aus. Die ist halt auch stärker als unsere Diablos-Rüstung. Hm. Ja, komm. Was machen die Fähigkeiten? Die haben auch schon enorm. Hm. Warum nicht? Warum nicht? Ist nur so. Was muss ich tun, um diese Rüstung zu verbessern? Ich wusste es! Ich wusste, dass Gravius auch da sein wird. Oh, die könnte ich eigentlich auch verbessern. Auf wie viel? 104. Ja gut, ich habe keine Wasserwaffe. Dann müsste ich halt... ich weiß, was wir machen können. Wir können uns einen neuen Bogen schmieden. Und zwar den gesegneten Regen. Na, was sagt ihr, Leute? Ich finde das super. So. Oh ja, auch direkt den Gletscherpfeil weghauen. Und dann würde ich eigentlich auch gerne... Ah, das ist so der Vorbereitungspart, ich weiß. Dann würde ich den eigentlich gerne... Oh. Oh, perfekt. Auch direkt... ganz gut verbessern. Schick, 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 schick. Das kann auf 98 gehen. Ah, da fehlen uns natürlich jetzt das Misozono-Material. Das hätten wir sogar. Kann ich die verbessern? Rein theoretisch. Gut. Unser Diablos-Hammer, können wir den verbessern? Macht jeden Kram Diablos. So, gut, wir haben eine neue Rüstung. Ich glaube, der Hammer ist eigentlich noch ganz gut. Stürmer, Lähmungsgiftschläger. Aber ich will lieber das Großschwert, tatsächlich. Aber wir haben aber halt nur einen Lagierkuss bekämpft. Ist das besser als meine Tiefrex-Kieferklinge? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt auch direkt verbessern können. Nee, die Strombeutel dafür hätten wir, aber... Schade. Gut. Die Quest können wir auch direkt abgeben. Dieses Lagergruß-GS ist eigentlich auch schon... Und ja, sehr cool. So. Hallo. Oh, das Outfit steht dir gut. Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Oh, 60 Zenny, Kronkorken. Ja, ja, das ist es. Sicher. Es sieht also befremdlich aus, aber Red meint, dass es ein ziemlich gutes Stück ist. Ich weiß es zu schätzen. Es sieht nicht nach viel aus, aber es erinnert mich wirklich an glückliche Zeiten. Du willst noch was von mir? Ich erinnere mich, als es war gestern. Red kam vom Berg Lavinia zurück und trug dieses auffällige rote Outfit. Ich könnte das niemals tragen, ohne albern auszusehen, aber dir, Reds Enkelkind, könnte das glatt stehlen. Eine rote Kesso-Rüstung. Haben wir überhaupt schon einen roten Kesso geklatscht? Ich denke nicht. Toll! Ah, dieses Outfit wurde aus einem roten Kesso gefertigt. Zu sehen, wie du es trägst, würde mich glücklich machen. Ich glaube, einen roten Kesso haben wir noch gar nicht geklatscht. Ich glaube nicht. Nee. Doch. Ist die aus dem roten Kesso? Ha, wir haben doch einen roten Kesso geklatscht. Gut. Ja, dann können wir eigentlich direkt auch hier ausrüsten und zurück zum Opa rennen. Ja gut, dann werden wir beim nächsten Mal zum Berg Lavinia gehen und ich werde jetzt offscreen auch nicht groß irgendwie meine Ausrüstung ein paar Sachen grinden. Ich habe nicht mehr Lust. Nach 3 Stunden Eiersuche, ne? Schön, dich wiederzusehen. Das Outfit steht dir gut. Lass mich mal einen guten Blick drauf werfen. Halt, der wunderbare Brainfart-Moment da. So. Oh, cool.
Ah, toll. Ich könnte dich glatt mit Red verwechseln. Jetzt aber wirklich eine Art, das Hip ausziehen zu lassen. Gut, wir haben halt immer unsere Rüstung da an. Die da war grün. Red, der nie der Mode folgte, war von Kopf bis Fuß in diese grüne Rüstung gehüllt, als ich ihn das letzte Mal sah. Ich wäre sehr glücklich, wenn du dieses Outfit für mich tragen könntest. Ich würde dich um nichts anderes bitten. Grüner Nagakura, Zeldas Königin-Rüstung. Ja. Prima, ich glaube, es war die Zeldas Königin-Rüstung, wenn du sie freundlicherweise für mich tragen würdest. Ja, machen wir das auch für den OP. So. Gut, dann gehen wir jetzt erst nochmal hier rein. Ich will dann doch die Mizutsune-Rüstung sehen, wenn ich sie schon anhabe. So, Deko-Rüstung. Weg damit erstmal. Nein, weg damit. Okay. Ja. Ja, die sieht halt aus. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Sie sieht aus. So, was wollte der denn, die grüne Zeldas Rüstung? Schmieden, Rüstung. So, wo ist sie denn jetzt? Da, die Zeldas Königin sein, ne? Genau. Ja, dafür braucht man sogar beides am Anfang. Ha. Huh. Ausrüsten und auch so durch die Weltgeschichte laufen. Ich glaube, ich habe diese Rüstung noch nie in meinem Leben überhaupt irgendwo geschmiedet. Schön, dich wiederzusehen. Dieses Outfit steht dir gut. Gib mir einen Moment, um es gänzlich zu bewundern. Ja, das hat schon ein bisschen mehr XP gegeben. So. Aha, egal was du anziehst, du siehst Red so ähnlich. Entschuldige, du siehst Red so ähnlich, dass dein Anblick all die glücklichen Erinnerungen an ihn mir weckt. Danke, dass du diesem alten Mann Freude bereitet hast. Keine weiteren Gefallen mehr. Werde noch älter als ich, hörst du? Ich wünschte. So. Gut. Jetzt können wir wieder unsere normale Ausrüstung anziehen. Ja, leider müssen wir zurück. Kieferklinge, weil die doch stärker ist. Und hier. Das ist aber nicht so. So. Also eigentlich kann ich ja irgendwo einstellen, dass ich das. Oh, wo war das? Optionen? Oder Videosequenz? Oder sind das Sonstiges? Ah, wir können das einfach in die Videos bergen, so. Weil hier sieht es eigentlich cool aus. So. Ja, sieht schon schick aus. Mit den Mizutsune-Flossen so als Öhrchen. Gut, 28 Minuten reines Hin- und Herlaufen und Questen abgeben. Aber Leute, beim nächsten Mal werden wir zum Vulkan Terga aufbrechen. Das wird richtig super. Und dann heißt es wieder Eier suchen. Gut. Also, ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis dahin haltet die Ohren steif. Ciao.